Hallo liebe Schnitzels und herzlich willkommen zurück zu Metro Exodus Folge 3. Hallo liebe Schnitzels, hallo liebe Freunde, hallo liebe ganz lieben aktiven Abonnenten. Und hallo Basti. Oh. So, wir müssen schleichen. Wenn die Lampe blinkt, werden wir erkannt. Oder so, ne? Wow! Und wie komme ich da vorbei? Wie soll ich? Ah. Moin, Freunde, moin, moin. Ich gehe weiter. Na, wir könnten auch ballern, ne? Aber es sieht so aus, als können wir. Das Licht ist aus. Oh. Man konnte irgendwie was werfen. War das Haar? Nee. Scheiße. Eieiei. Hui. Scheiße, ich weiß das nicht mehr. Was? G? Ne, G war Wischen. T? Ne, T war Filter. Ei. Scheiße, Leute. Hilf mir. Elf. Natürlich nicht für Feuer. Komm, 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 komm. Ich weiß nicht, ist meine Waffe genommen. Ach du Scheiße. Nee, da liegt keiner, du. Da liegt keiner, du. Du, da liegt da, du. Nö. Oh, der leuchtet gleich zu mir, oder? Oh, Scheiße. Erstmal deine Raupe. Genau, ein ruhiges, sicheres Plätzchen. Was gibt es Besseres? Der Tod! Du Hurensohn. Achtung! Die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Bis jetzt läuft's gut, Lüft, meine. Die Angreifer sind vermutlich noch auf dem Territorium der Basis. Artyom, ich wechsle die Stellung. Unbefugte sind auf der Stelle zu erschießen. Von da sollte es kein Problem sein. Zivilpersonal hat bis auf Weiteres an Ort und Stelle zu bleiben. Du musst nicht nass sehen. Achtung, das Türsystem wird wieder hochgefahren. Scheiße. Müssen wir hier rein? Müssen wir rein, hier rein, hier rein? Gute Arbeit, Artyom. Danke. Wir sind drin. Danke. Maske abnehmen, Matthew. Jetzt müssen wir ja Mack finden. Lol. Du hast den Wurfmesser gefunden, alle C gedrückt, um eins auszuwählen. Ach, C gedrückt? Ah, lol. Okay. Aha, die Lok ist hier. Artyom, die haben Yamak. Wir müssen näher ran. Ich lenke sie ab, während du näher rangehst. Dann kannst du den Alten befreien. Geil.
Atom, du musst die Leiter vor uns hinunterklettern. Sei aber vorsichtig. Okay, jetzt habe ich das Messer. Ah, das Messer habe ich wieder genommen. Alter, ich liebe so Stealth-Modus. Dingsbums. Genau das ist es. Okay, Stealth-Modus aufgehoben. Ich gebe Feuerschutz. Es ist schon tot. Sag doch, Seemann! Mann! Dann muss ich euch was fragen. Liebe Schnitzels! Ich habe ihn unter Beschuss! Und wir bleiben nicht zugehört, was wir machen müssen. Kennt ihr das? Wenn ihr Ego-Shooter spielt, ja, besonders CSGO, Rainbow Six Siege, nach jedem einzelnen Schuss, was ihr abschießt, müsst ihr sofort nachladen. Ist so. Müsst ihr einfach nachladen. Ah ja, es kann sein, dass ab und zu dazu kommt, dass ich steirisch rede, so wie jetzt. Ich probiere zwar immer Hochdeutsch reden, aber manchmal kommt es nicht aus. Also wenn es irgendwas nicht versteht, wo sie jetzt rede, dann einfach in die Kommentare reinschreiben. Geht super. Ja, Urleimer. Also ich muss vielleicht in den Zug rein. Oder auch nicht. Also in den Zug rein. Alles klar. Atom, der Feind hat sich im Visier. Ja, wo muss denn hin? Sag doch, Junge! Der ist auch zu. Atom, lauf zu Yamak! Lauf zu Yamak. Yamak! Ada! Was bin ich froh, euch hier zu sehen! Digga! Dich hab ich gar nicht gesehen! Alles klar bei dir? Alles gut, danke. In Ordnung, wir haben nicht viel Zeit. Die sind bald zurück. Ich gehe zur Lok. Sie müsste jetzt bereit sein. Geh da hoch und schaltet den Mechanismus für die Drehscheibe ein. Oh, das wäre jetzt geil, wenn wir beim Zug so mitfahren würden. Es kann schnell die ganze Basis hinter uns her. Mach schneller, Anna, die Basis ist hinter uns her, Junge. Noch mehr Waffen, schnapp sie dir. Leute! Habt ihr den Beam gesehen? Das sind ein bisschen buggy, die Gegner, hä? Ach, Jom, wir haben keine Zeit. Schalte sie an! Ja, ach, das sagst du, was so langsam geht. Alarm! Alle Gruppen zum Hangar! Hier explodiert.
Wie machst du das, Junge? Alter. Noch mehr Wachen, schnapp sie dir! Sperrfeuer! Lass uns das gemeinsam machen! Die beamen ein bisschen, ne? Die NPCs von den Gegnern. Ein bisschen! Sollten wir sie aufspringen? Ja, au! Gewusst. Ende. Verstanden, Basis. Ende. Also gut, erschießen Sie die beiden. Und was den Zugführer betrifft... Was soll das heißen, erschießen Sie die beiden? Widersprechen Sie mir nicht, Soldat! Sie es nicht! Der Oberst wird Ihnen was wussten. Herr Oberst, wir haben hier ein Problem. Na, Papa! Leute, wir sind's! Helft uns! Anna, was zum Teufel? Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt her! Herr Oberst, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle! Also gut, alle herhören! Seid still! Ich fasse es nicht! Kein bisschen Scheiße! Also ist das wahr? Du arbeitest für sie? Die Mischkerle haben auf Ation geschossen, sie... Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hanse kann das nicht tatenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still! Wofür diese Störsender? Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben, das sind Menschen! Aus anderen Städten! Tod! Alle! Alle Mann, die Klappe Frauen, halten! Kinder! Das erkläre ich euch später! Alles! Opa, wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zur 100-Kilometer-Markierung! Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich! Wir müssen uns allerdings beeilen! Sie haben den Kampfzug gerufen! Also gut, meine Herren. Artyom und Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major? Meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis am Störsender zu tun. Also ich werde für Sie kämpfen. Keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, Sie gehören zu uns. Lässt niemanden zurück. Wenn ich hier bin. Also gut, Spartaner, werf die da über Bord und dann foltern voraus. Komm mit, Artyom. Lass uns etwas frische Luft schnappen. Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Wie es scheint, hat mein Vater ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von ihnen! Ja, aber warum? Während du an der Oberfläche verstrahlt wurdest, hat mein Vater einfach weitergelogen. Er hat dich belogen und mich. Er hat alle belogen. Halten Sie die Lok sofort an und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Das war nur eine Warnung. Wenn Sie nicht Folge leisten, werden Sie erschossen. Verdammt, das nenne ich meine Panzerung. Und Sie... Bist du jetzt zufrieden? Ist es das, was du dir erhofft hast? Warum sollte es seine Schuld sein? Du hast alles gewusst und dein Scheiß nicht getan. Scheiße!
Das war die letzte Warnung. Halten Sie sofort die Lok an. Ach Mist. Bist du in Ordnung? Ja. Nur ein Kratzer. Okay. Wir halten an. Ich muss davor warnen. Unsere Bremsen sind in keinem guten Zustand. Ja, bremse ab. Sollen Sie glauben, wir würden aufgeben? Jawohl. Ach, endlich etwas vernünftig. Jetzt bis zum Halt weiter bremsen. Granaten werden Ihren Lack kaum ankratzen, also. Wie wäre es mit einem Angriff von Ihnen? Nicht genug Sprengstoff. Es sei denn, wir stecken alles, was wir haben, in Ihren Feuerkasten. Bitte, lassen Sie mich das übernehmen. Herr Oberst! Ich teile mir die Freiwilligen ein. Archon wird das machen. Warum Artyom? Weil er schuld ist und es wieder hinbiegen muss. Archon, spring rüber. Artyom. Ich werde Sie derweil ablenken. Sind Sie doch, Jakob! Ja, also lassen Sie den Scheiß, Miller! Sie können nirgends hin! Sie sind nie hier draußen gewesen! Wir schon! Wir wollten nicht weit weg, nur ein wenig aus der Stadt heraus, bis die Aufregung nachlässt. Und ihr habt einfach das Feuer eröffnet! Lasst ihr uns gehen, wenn wir anhalten? Ich muss Sie verhaften und vor Gericht bringen. Ihnen sind die Anklagepunkte bewusst, nicht wahr? Fahnenfluch! Hochverrat! Soll das ein verdammter Scherz sein? Ich? Ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit dem Zug vor, hä? Nur eine Spendtour? Nein, darauf gibt es nur eine Antwort. Sie wurden gekauft und flüchten zurück zu Ihren Auftraggebern. Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße! Was haben Sie da? Karten? Verteidigungspläne? Wollen Sie Ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Sie verdammter Krüppel! Pläne? Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen. Sie haben uns vernichtet und Sie... Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Wir kommen näher! Einer greift in den Bösen! Achtung! Halte es zu! Die Zeit ist rund, aber fest! Sofort festhalten! Stopp die Arschlöcher! Keine Sorge, Herr Obert! Seine Leute... Du Arschloch! Jetzt hast du es geschafft! Du, deine Lakaien, deine Tochter, ihr werdet alle nicht wie Deserteure behandelt, sondern wie tollwütige Hunde! Eine Kugel für jeden von euch! Dich erschieße ich persönlich! Sorry, ich hab's versucht, wirklich reden. Du verdammter Krüppel! Vergesst so laut. Die sichtbaren Ziele! Macht Schweizer Käse aus dem Ding! Feuer frei! Archon, na los! Die reißen uns noch in Stücke! Ach so, lol. Ich hätte mich vorbeischleichen können. Das wollte ich so ärztlich ergeben. Das, lol. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Lol. Ich bin eigentlich ein guter. Weil die Arschlöcher eingeschlafen, sie sind bereit. Nicht schießen! Nicht schießen! Ich bin nur ein Heizer. Ich gehöre nicht. Ja. Tapiere die Bombe so nah wie möglich am Kessel. Duke!
Station. Gott sei Dank geht es dir gut. Ach, Anna. Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch waschechte Saboteure. Hau. Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Nice. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich, als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie... Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens, das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass mich ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt, sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wachen erschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was bedeutet, dass wir nach vorne durchstarten müssen? Kommando, wovon redest du denn da? Das muss aber verteidigen. Na gut, liebe Freunde, das Funksignal suchen wir dann in der nächsten Folge. Haut rein, liebe Schnitzel, bis zur nächsten Folge. Haut rein, liebe Schnitzel, bis zur nächsten Folge. Haut rein, liebe Schnitzel, bis zur nächsten Folge. Passt, ich liebe dich. Tschüss.